Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Die Final Station. Wir sind wieder mal irgendwo im Nirgendwo. Und ja, wir werden jetzt mal rausfinden, was hier Phase ist. Sehr unterhaltsam an. Nehmen wir die Pumpgun. Leer, okay. Er ist leer. Okay, ist dieses Maisfeld von diesem einen Bauern eventuell? Erste Hilfe und Zigaretten. Des Todes. Okay, hier gibt's wieder. Schlüssel, oh, Schlüssel mal nice. Oh, ernsthaft, Leute. Oh, ist das euer R? Oh Mann. Was soll ich das denn machen? Ich habe keine Ahnung. Soll ich rennen? Wow. Wow. Das war natürlich super clever. Ist das mein Ernst? Ach Leute, lasst euch schlecht werden. Ach, hör auf! Ich will aber wissen, was es unten gibt. Uah. Alter Schwede. Was ist denn da los? Ja, ob sich das gelohnt hat. Okay, erste Hilfe. Gib mir mal erste Hilfe. Okay, gab es wahrscheinlich irgendwie einen Angriff. Sieht jetzt so ein bisschen kaputt aus. Okay, ich hätte auch. Draußen rumgehen können. Uniform. Ja, nachladen. Verschmiert. Okay. Nehmen wir mal die Pumpgun, immer in engen Räumen. Ist die Pumpgun immer ein bisschen besser? Okay. Ih, was mit dir denn? Geld. Wow. Money, money, money. It's so funny. Ich bin stinkreich. Okay, das kommt jetzt ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Das ist ein Typ mit dem Koffer, Aktenkoffer. Okay, so ein Roboter. Kaputter Roboter.
Welt. Schau. Hier schon wieder der Typ. Dieser riesige Roboter wird alle retten. Okay, müssen wir ihn zusammen, okay. Okay, es geht auf. Mal mit Pistole. Ich hab irgendwo in einem neuen Bunker, eine Anlage. Also mich natürlich wieder erwischt mit so einem blöden. Das lohnt sich. Ein Schlüssel, okay. Jetzt noch die Pumpgun. Schlüssel erforderlich. Pistolenmunition. Okay. Ah, ich muss wahrscheinlich jetzt beide Schlüssel hier einsetzen. Wahrscheinlich hier rüber, damit ich ihn abschießen kann. Nein! Ja, sprengen Sie weg, sprengen Sie weg! Da gibt's wieder irgendwas, nochmal die Pumpgun. Versuchsperson, Peter Elliott Manager, Vergehen, Gelegenheitsumstand. Versuchsperson, Amanda Barrett, aber es ist los. Vergehen, D204 mehr Übergriff mit schweren Körperverletzungen. Versuchsperson, Robert White, aber es ist los. Vergehen, mehrfach Mord, Brandstiftung. Ich kann jetzt immer so viel ballern. Versuchsperson, John Garrett, Ingenieur, Vergehen, nichts. Da hat sich was gegraben. Ja, da wartet er schon. Was ist denn? Ich. Keine Ahnung, verstehe ich nie. Ich nehme mal noch ein Medikit. Hier scheint irgendwie noch ein bisschen weiter zu gehen. Interessant zu wissen, was für eine Anlage ich hier finde. Okay. Oh, hallo. Oh, hallo. Kannst du mir helfen? Ich war auf der Suche der Kantine, ja. Aber ich bin wohl irgendwie falsch abgebogen.
Glaubst du mir nicht? Na gut. Er wird mich von dir wegbringen. Wer auch immer er ist. Wie gesagt, versucht einen Ausweg in die Freiheit zu finden. Aber das ist jetzt nicht mehr von Bedeutung. Letztendlich hat er es nicht geschafft. Ja, das ist richtig. Aber ich bin frei. Jetzt wird über die schwarze Brühe. Alles so grün wieder im Hintergrund. Bäume, Vögel, Sonne eventuell. Ja, wieder so eine friedliche Musik. Bierdosen, Kondome, nice. Wow, ich hab nur einen Schuss. Und die Pumpkin. Aber jetzt wird die schwarze Brüder. Oh nein, hier ist ein Haus. Okay, hier hat wahrscheinlich. Hier hat oder hatte irgendjemand Spaß mit diesen komischen Viechern? Schwarze Scheiße. Galle. Jo, bist du nicht so nice? Ja, da wird ja noch was kommen jetzt hier, oder wie? Oder was? Aufs Dach. Geschlossen, okay. Weil ich keine Mopel mehr hier. Okay, ist nichts. Also die Pistole. Oh nein, er hat nicht die kleinen Scheiße überlegen wieder. Oh, die waren weg, okay. Nachladen. Gut, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Oh, ich huste wieder. Ja, jetzt habe ich es wahrscheinlich. Habe ich mich auch angesteckt. Mit dieser Seuche, mit diesen Viren, was auch immer es ist. Und ich marschiere und marschiere. Ist wieder eine Stadt, ja. Wow, es geht halt immer noch weiter. Okay, ich habe keine Waffe mehr. Bin ich zu. Hier schon wieder der Dude. Die Fernseher funktionieren nicht mehr. Was ist denn mit dem und was ist mit mir jetzt? Jetzt muss ich wieder kotzen. Guten Tag. Ich verlasse dich und gehe zu Ellen. Jetzt hast du alle Zeit der Welt für deine dämliche Musik. Okay, was passiert ist. Lieber
Kilometer. Dies ist ein offizielles Schreiben bezüglich ihrer Zwangsräumung, da die Miete nicht gezahlt wurde. Sie haben das Gebäude innerhalb von 6 Tagen nach all dieser dieses Schreibens zurück. Oh. Aufzeichnung. 400.000 Kopien von was auch immer. Aber ich bin reich, ich habe ja das ganze Geld noch. Ich hätte nicht gedacht, dass du so lange brauchst. Dieses Mal biete ich dir keine Getränke an. Du hast nicht viel Zeit. Okay, was ist los? Ja. Ist das das Anfangsgebäude? Sobald der Bau des Portals abgeschlossen ist, wird er den Verdienen hierher schicken. Aber zuerst müssen wir die Absperrung befreien. Wenn sie erstmal lang gelegt haben, können sie nicht mehr nach Gebiet. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Ich weiß, dass es mir scheiße geht. Ich sehe, du bist schon nah dran. Ich werde deine Überraschung nicht völlig eröffnet haben. Ist das der Anfang? Ui, was jetzt? Was zur Hölle? Ich verwandle mich zum Schwarzes. Wow. Ja, das war ein überraschendes Ende und damit endet auch das Projekt Die Final Station. Was ich auch, wo ich mich noch beim Entwickler bedanken muss, weil ich das Ganze umsonst bekommen habe. Danke dafür, dass ihr mich unterstützt habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn sie jetzt ein bisschen hingezogen hat, das Ganze. Aber ich verstehe es noch nicht ganz so. Gut, ich habe mir jetzt irgendwo angesteckt, wahrscheinlich mit dieser Krankheit, mit dieser Seuche, mit was auch immer. Aber bin ich jetzt in der Zeit zurückgereist oder wieder was? Oder ja. Tinybuild, genau. Die haben mich unterstützt. Ja, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr durchgehalten habt mit mir. Und ja, bis zum neuen Projekt von mir. Tschüss.